Sieht doch gut aus. Maria Happel, wie spielt man Wechseljahre? Tja. Also wir wissen, wie man jung spielt. So, ja. Ne? Wir wissen auch, wie man alt spielt. Das geht auch. Aber wie spielt man das dazwischen? Naja, also in dem Fall spielt man einfach, kommt es auf die Vorlage an. Es gab eine wunderbare Vorlage. Und wir haben uns im Vorfeld, also vor den Dreharbeiten, sehr häufig getroffen. Mit der Regisseurin und der Autorin in dem Fall. Und haben sowas wie Leseproben gemacht und haben unsere Erfahrungen ausgetauscht und versucht, uns irgendwie da zu orientieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Sie müssen viel schwitzen. Ja. Ja, schwitzen ist, können Sie das? Auf Anhieb. Das ist eben richtige Schauspielkunst. Das sind natürlich Dinge, die einem auf der Schauspielschule nicht beigebracht werden. Also auch wenn man manchmal Angstschweiß oder sowas natürlich schon hat. Hatten Sie denn das Gefühl, dass Sie da irgendwie ein Tabuthema anpacken? Also gab es eine gewisse Reserve, soll ich das jetzt machen? Für mich gab es das nicht. Also ich fand irgendwie das ganz toll, dass man mich überhaupt gefragt hat. Und ich bin zu diesem Casting gefahren und habe aber dann irgendwie eine Liste gesehen von... Die lag bei dem Fahrer im Wagen von den Damen, die man noch gefragt hat. Und dann bin ich zurückgefahren nach Wien und habe diese Drehbücher, die man mir geschickt hat, sofort zum Altpapier getan, weil ich dachte, das kriege ich sowieso nicht. Und bevor ich mich da enttäuschen lasse, dann Sie sind Burgschauspielerin. Ja. Also bitte, da werden Sie auf der Sänfte reingetragen und kriegen das natürlich. Sowieso, das denkt ja man aber so. Nee. Also bisher war ich eigentlich gar nicht so, hat der Film mich gar nicht so gebraucht. Mhm. Ja. Und ich kam dann irgendwie von der Vorstellung abends nach Hause und meine Schwiegermutter saß mit hochroten Bäckchen über diesen Büchern und sagte, wieso hast du das denn weggeschmissen? Das ist ja großartig. Und da dachte ich, naja. Und zwei Tage später kam also dann der erlösende Anruf und ich durfte eben damit spielen. Ja. Sind Wechseljahre peinlich? Naja. Dadurch, dass sie so komisch sein können, ist eine gewisse Fallhöhe da. Ja, ich glaube schon, dass es peinlich ist. Also ich weiß nicht, wenn Kolleginnen, die dann einfach irgendwie plötzlich einen Fächer auspacken müssen oder so. Oder keine Ahnung. Also ich zum Beispiel bin groß geworden in einem Friseurgeschäft. Da ist das auch, also war das natürlich immer Thema. Ja? Und damals nannte sich das fliegende Hitze. Und da musste eine unter der Trockenhaube schnell runter, weil sie die fliegende Hitze hatte und so. Ja? Und dann hat man also darüber eben auch mit solchen Ohren das alles mitgekriegt. Was glauben Sie denn, was jetzt nach der konkreten Erfahrung mit der Serie, was ist eigentlich so das zentrale Thema? Ist es Schwitzen? Ist es Sex? Ist es Identität? Ist es irgendwie innere Leere? Also naja, ich denke, Selbstvertrauen, was ist es? Ich denke, das sind vier Formen, die wir jetzt einfach, vier Schicksale, die wir gezeigt haben. Ich glaube, dass das ganz individuell und vor allen Dingen auch ganz unterschiedlich ist. Also einer schwitzt, der andere merkt es vielleicht gar nicht, also dass diese Zeit da ist. Ja. Und keine Ahnung, aber es ist auf sich sicher auf alle Fälle Ziel der Serie auch gewesen, dass man es einfach nur, wenn es einen trifft, mit Humor überstehen kann. Ja. Frau Kall, was war das Zeit, dass es mal eine Serie gibt im Fernsehen über Wechseljahre, über Frauen, die da Erfahrungen machen? Ich fand es wunderbar, als ich davon gehört habe, als ich gehört habe, dass Doris Dörre das vorhat. Ich habe auch die Serie gesehen. Ich war gespannt, ob dieses Thema, was ja eben auch heute noch gerne auch unter Frauen bei aller Emanzipation ausgespart wird. Ne? Also man verschiebt es hier mal hin und sagt, noch nicht, da sind ein paar Unregelmäßigkeiten, aber ich bin untersucht, also alles ist hormonell noch in Ordnung. Ich war gespannt, wie die Reaktion der Zuschauer ist. Ne? Ich weiß nicht, ob man eine Analyse gemacht hat, ich weiß es nicht, inwieweit auch jüngere Leute, sprich jüngere Männer, jüngere Frauen oder auch ältere Männer diese Serie angeguckt haben. Alle, die ich gehört habe, waren Frauen. Und die haben gesagt, wunderbar. Es sind mir auch ein paar ältere Männer begegnet, die sagten, wunderbar, weil sie ähnliche Verhaltensweisen, andeutungsweise bei ihren Frauen kennengelernt hatten. Aber ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass mehr junge Leute zugucken. Und ich glaube, dass das nicht passiert ist. Also die ich gefragt habe. Okay, das ist jetzt nicht halb repräsentativ. Ich glaube, es hat polarisiert. Ne? Ja. Es gab irgendwie die völlige Begeisterung und auch echte Verständnislosigkeit. Wie immer bei wirklich komischen Dingen. Ja, natürlich. Hm? Also ich habe sogar gehört, dass manche Frauen es als frauenfeindlich empfanden. Also was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wir uns ja im Prinzip selber, also über uns selber lachen. Ja? Hm? Und, aber das ist vielleicht, weiß ich nicht, ob das der eine oder andere dann nicht so sieht. Ja, ich kann das verstehen.
weil ich finde, die Figuren sind so überzeichnet, auch speziell in dieser Ballung, dass man da ein ziemlich schiefes Bild bekommen kann. Also wir haben ja auch in unseren Studien darüber nachgefragt und die meisten Frauen haben eher so reagiert wie Frau Zacher. Ne? Dann sind sie zum Arzt gekommen und dann hat der Arzt gesagt, sie sind in den Wechseljahren. Wie ich? Ja, also das ist, glaube ich, das ist das Mehrheitsschicksal. Das, was da gezeichnet wird, ist es schlimm, Herr Otten, wenn es überzeichnet wird, um komisch zu sein und über die Komik was rauszutreiben? Das polarisiert dann. Mhm. Nicht? Also es gibt viele Leute, die sagen, was ist Klamotte. Ne? Mhm. Das wollte ich nur erklären, warum es polarisiert. Ja. Ne? Haben Sie gelacht, auch als Wissenschaftler? Ja, ich fand das komisch. Okay. Also ich fand vor allen Dingen diese Rolle besonders komisch. Ja, ich denke auch, man tut dem Film Unrecht. Es ist ein Film, der wirklich parodiert. Ja, ja, ne? Das ist eine Parodie. Ist und wenn man die Gelassenheit hat, in der Tat postklimakterisch dann zu sagen, ne? Ansatzweise kennt man es bei sich selbst, aber bei anderen, und sich arrangiert hat, ne? Ich glaube, keiner sagt prima, aber sich arrangiert hat, dann kann man darüber lachen. Aber vielleicht, wenn man das noch vor sich hat und denkt, werde ich vielleicht so eine wie diese da, das wäre fatal. Ja. Oder wenn man eben selber nur sehr marginal davon betroffen ist, dann sagt man, was macht die so ein Theater da drum? Man sollte es vielleicht nicht so in den Mittelpunkt stellen. Na gut, ich kenne Serien, die machen Theater um ganz andere Sachen. Ja. Ich fand also sehr lustig. Aber es ist sicher von all den Serien, die ich gesehen habe, die mit einer der besten, also wirklich mit Abstand. Aber auch zu besprechen hier ist die Wendung von Angelika zur Lyrik und irgendwie zum Sufismus, also islamische Mystik oder sowas. Ja. Ist das nur komisch oder steckt da auch ein Stückchen Wahrheit drin? Also eine Hinwendung zur Esoterik, sage ich jetzt mal. Es steckt in allem ein Stückchen Wahrheit drin. Also, und natürlich ist das für Angelika eine Möglichkeit, also die ja sonst irgendwie auch durch diesen Sportlehrer, mit dem sie seit 21 Jahren verheiratet ist und der einfach und sie nicht mehr in den Sportwagen passt oder dazu passt oder so und einfach dieses Squash-Spielen und die Dinge nicht mehr funktionieren, ist das eine Möglichkeit, sich abzuwenden von Äußerlichkeiten. Also es gibt eine Möglichkeit, es gibt eine andere Kultur, es gibt eine andere Sicht auf die Dinge, die sie ihren unförmig gewordenen Körper verhüllen lässt, ganz legitim, und sich auf andere Dinge beruft und bezieht und einfach da eine Möglichkeit findet, sich frei zu fühlen. Aber der türkische Kollege will dann am Ende doch das eine. Ja, leider stellt sich das raus. Der Türke ist auch nur ein Mann. Ja. Auch Gott sei Dank. Das ist ja überraschend. Ne? sagen Sie doch mal, ich habe es gerade schon mal angesprochen, wie ist das eigentlich auf dem Theater oder auch im Fernsehen? Also es gibt, glaube ich, ein großes Rollenangebot für, ich sag mal, Gretchen, also für die Jungen. Dann gibt es vielleicht noch ein bisschen so sozusagen die richtigen Alten, so die komische Alte, aber dazwischen wird es dünn. Ist der Eindruck richtig? Naja, es ist so, also ich meine, es gibt im Faust gibt es einfach auch nur ein Gretchen, ja. Es gibt schon und dann gibt's immer einfach Frau Schwertlein. Mehrere, und Frau Schwertlein, genau. Hm? Die schöne Helena. Ja. Und später, Faust, später hin. Aber es ist schon so, dass also von Anfang an sich das... dass das Verhältnis nicht ganz stimmt. Also man braucht viel mehr Männer am Theater als Frauen. Auf den Schauspielschulen sind aber schon mal viel mehr Frauen als Männer, wobei sich da auch schon sehr viele von Anfang an jünger machen, damit sie noch angenommen werden. Also das fängt ja schon ganz, ganz früh an. Und dann, die Rollen dünnen sich aus im Alter, ganz klar. Also was gibt es dann noch für uns dann zu spielen, wenn die großen Heroinen gespielt wurden und vorbei sind? Was bleibt uns dann noch? Also Shakespeare hat natürlich noch ein paar und dann können wir natürlich auch auf Männerrollen zurückgreifen, im Notfall. Aber die Erotik, die erotischen Rollen, für die wir mal zum Theater gegangen sind oder weshalb wir das mal gemacht haben, die verlieren sich, die dünnen sich aus. Mhm. Und da bleibt vielleicht ganz am Ende noch Harold and Maud. Ja? Ganz am Ende. Ganz am Ende, ja. Aber das wirft aber ein interessantes Licht, weil unsere demografische Veränderung ist ja etwas sehr Neues. Also das beginnt in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir haben aber einen Kulturbetrieb, der bedient sich der Stoffe des 19., des 18., des 17. Jahrhunderts. Und das hat sich einfach noch nicht aufeinander abgespielt. Genauso ist es mit die Sache mit dem Sportwagen und der Leibesfülle. Ja, wir haben eine Kultur, die hat das noch gar nicht begriffen, dass sich die Bevölkerung verändert hat. Also auch vom Body-Index her. Und
Und die baut eben halt immer noch Autos, als würden Männer immer nur mit 18-jährigen schlanken Frauen durch die Gegend fahren, was einfach nicht den Tatsachen entspricht. Ja. Ne? Glauben Sie denn, Frau Happel, dass das Fernsehen sozusagen jetzt wieder gut macht, was Shakespeare und Schiller irgendwie nicht mehr gut machen können, naturgemäß? Das können sie schon. Also das können sie schon. Ich meine, bei Shakespeare haben ja nur Männer gespielt, ja? Und jetzt dürfen wir das auch schon tun. Alles, und ja. Das heißt, demnächst gehen wir davon aus, Frauen spielen die Männerrolle. Ja, ja, vielleicht. Das gab es auch schon. Frau Zacher, glauben Sie, dass das Fernsehen sozusagen hier ein bisschen Realität nachholt, indem jetzt die demografische Entwicklung auch eher sichtbar ist? Man sieht Frauen in Wechseljahren, man sieht überhaupt die Wechseljahre, man sieht überhaupt mehr Ältere im Fernsehen? Das Fernsehen ist natürlich ein völlig neues Medium, ja, das ganz neue Mittel hat und die heute, die Jetztzeit widerspiegeln kann. Und dadurch auch eine wichtige Aufgabe hat, diese Themen populär zu machen, dass darüber diskutiert wird. Und ich finde es ganz, ganz wichtig. Es ist auch letzten Endes eine Frage, wie man sich auf diese Wechseljahre vorbereitet oder aufs Älterwerden vorbereitet. Und da kann das Fernsehen eine ganz wichtige Informationsquelle und anregende Quelle sein, eine wichtige Aufgabe haben in unserer Gesellschaft. Und Kalbers, wird viel zu wenig genutzt. Ich habe so etwas tief Luft geholt. Ja, ich habe es gehört. Weil ich da leider eine traurige Erfahrung dagegen setzen muss. Also wir haben um 14 Uhr die Sendung. Da schauen primär Frauen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir Liebesprobleme, Eheprobleme schildern unter sich liebenden Paaren, ist es ungut, wenn diese Paare älter als 38, 40 sind. Ungut für die Quote? Für die Quote. Es wird abgeschaltet. Obwohl ja viele Frauen gucken, die dennoch jenseits dieser Zahl sich befinden. Das ist sehr bitter. Wir versuchen es dann über mehr Generationenstücke, da geht es schon wieder. Mhm. Wenn Sie irgendwie ein junges Gesicht bieten, ein junges Paar, wenn Sie ein älteres Paar, das Großelternpaar und dazwischen noch die Eltern, dann kriegen Sie es hin. Aber alleine ein Paarproblem zwischen einem Ehepaar, wo beide 45 sind, können Sie sagen, an der Quote, es geht runter. Mhm. Das erklärt mir etwas. Frau Happel, ich habe gestern eine Talkshow gesehen, oder war es vorgestern? Da wurde zwischendurch, das war ein Kreis von ehrenwerten älteren Herrschaften, ich weiß nicht mehr, welche Talkshow es war, da kommen viele am Freitagabend, und es wurde zwischendurch in großer Regelmäßigkeit immer auf das Gesicht einer jungen Frau, die, glaube ich, Juso-Vorsitzende mal war, irgendwie eingeschaltet. Das musste sozusagen, nein, in gewissen Taktung musste es passieren. Ja. 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 Tja. War eine Bemerkung, keine Frage. Ich meine, das Fernsehen, unser Hauptabendprogramm besteht ja auch darin, dass Jugendliche fertig gemacht werden. Also entweder gesanglich oder figurlich oder keine Ahnung. Aber also das ist ja einfach so. Mhm. Ja? Da kann man ja gar nicht dran vorbei. Mhm. Ja, ich frage mich ja nur, was ist, die Frage müssten Sie natürlich gut beantworten können. Was ist denn mit uns los? Also auch mit uns Frauen. Bei den Männern kann ich nicht so viel sagen, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Das kriegen wir gleich. Dass Männer sagen, sie möchten lieber dann vielleicht ein junges, attraktives Gesicht sehen, kann ich sogar noch nachvollziehen. Ne? Aber was ist mit uns los? Mhm. Diese Frauen, die 40, 45, 49 sind, denn das ist ja noch innerhalb der zielrelevanten Gruppe der Privatfernseher. Was ist mit diesen Frauen los, dass sie abschalten und im Grunde genommen sich ja selbst abschalten? Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass das Medium nicht die Realität wiedergibt, sondern genretypische Vorstellungen transportiert. Und die Leute wollen nicht die Wirklichkeit sehen, sondern sie wollen ihre genretypischen Erwartungen erfüllt haben. Und dazu gehört das junge Mädchen, dazu gehören, dass auf gar keinen Fall ältere Leute Eheprobleme haben. Das heißt auch Sex haben. Genau, hat in dem Genre nichts zu suchen. Und deshalb darf man nicht verwechseln, ob das Fernsehen die Wirklichkeit wiedergibt oder ob das Publikum zu blöd ist, das zu kapieren. Das ist es. Es ging nur um die Frage, hat das Fernsehen eine fördernde, eine aufklärerische Wirkung? Ja. Möglicherweise hätte sie es, aber... Mit Einschränkungen. Ja. Jetzt, meine Damen und Herren, machen wir Fernsehen mit aufklärender Wirkung. Jetzt geht es nämlich noch mal um das Rätsel Wechseljahre. Männer werden es nie verstehen, sagen jedenfalls manche Frauen. Wir haben hier noch mal für alle ein paar Fakten und Ansichten zusammengefasst.